Gehen wir aber erstmal hin und gucken erstmal Trimax YouTube-Einnahmen an. Ja, das würde mich doch mal interessieren. Leute, Trimax hier. Letztes Jahr hatten wir meine kompletten Einnahmen geleakt, die ich mit YouTube gemacht hatte. Da hatte ich so einen Schnauzer. Dave hat gerade ein super interessantes Video gemacht, deswegen wird jetzt hier viel gefragt. Wir werden auf jeden Fall auch Einnahmen zeigen. Oder meine dicksten Videos. Also manche Videos machen, wo man sich denkt, okay, krass, wieso macht der mit 1 Million Klicks 3.000 Euro und ein anderer macht mit 1 Million Klicks 40.000 oder sowas. Mhm. Das geht ja stark auseinander. Mhm. Das können wir gerne machen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Das ist alles, was ich bisher verdient habe. Wir sind auch kurz vor einem dicken Meilenstein. Hier ist es. Ich hatte ja das Ziel, 1 Milliarde Aufrufe zu machen. Mhm. Und da sind wir ganz schön knapp dran. Das ist sick. Das ist ein kranker Meilenstein. Gerade frisch die 2 Millionen. Noch nicht mal 6 Jahre dabei. Glückwunsch. 1 Milliarde ist fett. Wir wollen uns erst einige Videos, meine besten Videos, okay? Das, ich weiß es selber nicht, ich muss mal ganz kurz schauen. Die Videos, die am meisten gebracht haben. Es ist natürlich unfassbar viel, es ist gar keine Frage. Es ist völlig absurd, also keine Ahnung. PewDiePie und MrBeast verdienen teilweise noch das Tausendfache von dem, was jetzt hier gezeigt wird, ja? Da, hier, 11 Monate ist es her. 40.000 Euro Karten aus 1999. 1,4 Millionen Aufrufe. Das Video hat gegeben, das ist das beste Video des Jahres. Mein CPM ist deutlich unter den von Monte und Unge und allen möglichen, okay? Da gibt es nochmal ganz andere Zahlen. Dafür lade ich aber auch komplett daily hoch. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ist einfach so, ne? Bestes Video des Jahres in den letzten 365 Tagen, also in diesen 11 Monaten, hat das Video insgesamt gebracht 6.160 Euro. Ach, das hier ist es. Ist es das? Das gekauft, das ist ein Vlog. Der Vlog hat das. Lol. Ach, guck mal, ist kein Gaming. Vlogs sind besser bezahlt als Gaming. Guck mal, das ist das Beste. 1,8 Millionen Aufrufe, ein Vlog, kein Gaming, deswegen deutlich mit Abstand. Erster mit 6.160 Euro. Für die Views? Boah, weiß ich nicht. Also ist natürlich viel, keine Frage, aber bei einem Unge wären es jetzt dann auf einmal 20.000 Euro. Keine Ahnung, weißt du? Aber ist natürlich super viel, ein Vlog, und dafür kriegst du 6.000 Euro. Ja. Das ist das beste Video des Jahres. Dann Monte zu Besuch, ist das zweitbeste Video, direkt daneben. Monte zu Besuch, FIFA 21 Wetten eskalieren komplett. 1,7 Millionen Aufrufe in 11 Monaten, FIFA Gameplay. Das Video hat gebracht 5.210 Euro. Das ist das zweitbeste Video des Jahres. Das drittbeste ist Rathaus 14 Instant Pay to Win. Alle Pets kaufen plus 800 Euro aufladen. Das ist das drittbeste Video. Da sagen immer alle, ich bin dumm, dass ich so viel Geld für Gaming ausgebe, weil ich 800, weil ich 800 Euro in eine Folge gebuttert habe. Das kann natürlich keiner ahnen, dass das Ding 1,5 Millionen Aufrufe macht, ne? Weil der Management Klicks für ihn kauft, wie bei Sido. Kein Wunder, dass dann kein Geld kommt. Wer kauft denn wo Klicks für ihn? Was? Das Ding hat 5.500... Du hast dich irgendwie verändert, nicht im Negativen. Irgendwas ist anders mit dir. Okay, Kurs. 50 Euro gegeben. I guess. 800 Euro, dachte ich mir, dass es reinkommt. 1.000 dachte ich mir, sind es bestimmt. Dass es jetzt 1,5 Millionen Aufrufe macht, hätte ich nicht gedacht. Das kannst du ja vorher nicht wissen. 3 Euro CPM, dachte besser. Mein CPM ist nicht so gut. Dann geil, witzig. Dann noch eine witzige Nummer. Hier, ich kaufe meiner Freundin ihr Traumauto. 5.040 Euro. 5.040 Euro. Ist das Auto zwar absolut nicht drin, aber immerhin noch was dazu wieder. Ist das schon sick. Da. Ich habe das Pikachu, der Fluch ist endlich gebrochen. Ich habe 12.500 Euro für das Pikachu ausgegeben und mit der Folge, als ich das endlich dann gezogen habe. Bin mal gespannt, was er insgesamt raus hat. 830.000 Klicks nach 9 Monaten. Also damit ging ich auch auf jeden Fall ins Minus, auch mit den Folgen von davor, die haben nicht so viele Klicks. Da, mit dem Regenbogen-Pikachu, sage ich, habe ich mit den Videos alles zusammen 5.000 gemacht und ausgegeben dafür 12.500. Ja, hat sich nicht gelohnt. Aber man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja nicht nur das Video, was das direkt recoupt, das ist ja ein Luxus, sondern auch ein Investment in sich und seinen Content und in die Person. Das ist ja auch nochmal dazu, das ist ja auch nicht wenig. Das schlechteste Video, das gibt's nicht. Das schlechteste Video, kannst du bei dir auch mal Video, liegen. Das kann man nicht, ich habe meine ganze Stream-Ankündigung. Ich habe auf einige Sachen gar nicht monetarisiert. Ja. Das ist voll wenig im Vergleich zu anderen. Das stimmt. Also, nur die Klicks, ne? Wie gesagt. Dann wollen wir mal gucken. Lifetime. Das beste Video aus all den Jahren ist auch das Video. 4,6 Millionen Aufrufen. Und hat insgesamt in diesen 2 Jahren, seitdem das Video da ist, 7.874 Euro. Auch nicht so viel, ne? 4,6 Millionen Aufrufe. Der CPM ist echt raus. Scheiße. Also, das kann sind natürlich wahnsinnig geben, viele ich hab Klicks, keinen mehr aber das ist das beste Dankeschön, Video in meiner gesamten Karriere. Das ist sehr, sehr Wahnsinn. Wenig für die Klicks. Wäre das jetzt ein Amerikaner, so. wäre ich jetzt selten... Ja, als Amerikaner hättest du damit 30.000 Dollar gemacht, Minimum, 40.000 vielleicht. Das war Dings gewesen und hätte so viele Klicks gemacht, hätte es nicht 7.800 gegeben, sondern 60.000. Ja, oh, Ronaldo, wollt ihr noch wissen? Der ist ja frisch. Aber der müsste schon gut geballert haben. Ronaldo als erster Spieler der Welt gezogen. 1,2 Millionen Aufrufe. Wie ist der Titel?
Okay, das ist auch stark, keine Frage. Für 1,2 Millionen Jule, Euro danke für den Prime vor drei Monaten hat das Video bisher 4.187 Euro gegeben. Ich glaube, es ist ganz viel CPN, ist halt Watchtime und Alter der Community. Ja, also generell sind ältere Zielgruppen einfach mehr Geld wert. Das ist so, weil der Werbende, also sagen wir mal, Vodafone oder weiß ich wer, in der Firma halt vermutet, dass eine ältere Zielgruppe einfach mehr Kaufkraft hat. Das heißt, die geben auch gerne mehr Geld aus. Das heißt, da ist Werbung auch einfach mehr wert. Das ist ja auch sinnvoll. Ne? Eine junge Zielgruppe bringt halt einfach nicht so viel Geld ein. Der CPM bei FIFA ist, glaube ich, ein Ticken besser. 4.100, aber ist auch das beste Video natürlich. Jetzt bin ich seit Ewigkeiten gebannt. Jetzt kann ich keine weiteren Videos aufnehmen. Zeig euch eins, was euch alle abfacken wird, okay? Ich zeig euch eins, dass ihr alle, da seid ihr alle sauer. Da seid ihr alle, ich habe ein Ding, damit mache ich euch alle sauer. Ihr schafft es nicht sauer zu werden. Seid ihr bereit? Ja, hier haben wir es. Ich will schon auf Mitte. Also, ich habe gepennt. Ich weiß nicht warum. Wir haben nur gepennt, 7 Stunden. Gestreamt, hochgeladen, 824.000 Aufrufe. Da ist nichts passiert, das war nicht besonders. Wir haben einfach nur gepennt, auf dem Second Try. Gepennt haben wir. Lächerlich. Wie macht man 1 Million Klicks mit Schlafen? 2.600 Euro. Ja, und das ist halt dreist, da hat er recht. Wir haben gepennt, das wurde 824.000 Mal geklickt. Wahnsinn, Klicks. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ein 7-Stunden-Video und damit haben wir 2.600 Euro gemacht. Ich hab's euch gesagt, damit kann ich euch sauber machen. Es ist absurd. Da ist noch nicht mal was passiert. Und wir hatten auch frischen Meilenstein-Videos. Das erste Video auf Second Try hat 1 Million Klicks geknackt. 20 Wins am Stück. Geil. Und danke auf jeden Fall für diesen Support. Okay. Jetzt. Ich muss mal so gucken, habe ich auf Revi Gang ein Video mit über 1 Million Aufrufe? Glaube ich nicht, oder? Wahrscheinlich sogar nicht, ne? Alles klar. Und nicht nur eins. Insgesamt 6 Stück. Perfekt. Gut. Zurück ins Video. Kuss geht raus an meine Community. Verdienst du mit? Mit Reactions. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Kuss. Wahnsinn. TikTok. Nee. CPM ist ja mega ehrenlos. Wäre es auf Englisch, wäre es echt das 10-fache. Also ich verdiene schon sehr gut. Also gar keine Frage. Ja, 10-fache. Aber wäre ich jetzt Amerikaner, an, ne? Wäre es alles das Inferno, 10-fache. Dankeschön. Gleiche Klicks, gleiche Watchtime, gleiche Zuschauer, alles gleich. 10 mal 10. Und macht ihr es auf Portugiesisch durch 6. Checkt ihr das mal? Verdiene ich 10.000 Euro, würde ich als Amerikaner 100.000 verdienen. Ja. Wäre ich jetzt aber in portugiesischer Sprache von den 10.000, wäre es nur ein kleinster Bruchteil wieder. Portugiesisch weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja schon viele Portugiesen, aber die haben natürlich auch wieder nicht so eine Kaufkraft. Das ist so. Das ist wirklich heftig. Wir können es in Deutschland nicht beschweren. Würde der CPM hochgehen, wenn du manche Wörter piepen würdest? Glaube ich nicht. Nee. Jetzt kommen wir zu insgesamt. Wir waren letztes Jahr. Andi, danke schön für den Subkurs. Okay, zeigen wir es erst im Jahr. Mhm. Es sind in diesem Jahr 365 Tage, 220 Millionen Aufrufe, 28,8 Millionen Stunden Wiedergabezeit, 344 Abos, 593.000 Euro. Stabil, sehr stabil. Das war hier der Februar-Pokémon-Hype, glaube ich noch, ne? Ja. Die Masse macht's. Ich lade halt jeden Tag hoch, ne? Mhm. Ein MrBeast-Video. Ja, stimmt, ein MrBeast-Video. Stimmt. Ah, es ist absurd, gar keine Frage. Jetzt mit oder ohne Steuern? Das ist, darauf muss ich Steuern zahlen, von dem, was bleibt. Kann ich jetzt hier auf Zeitraum. Ist aber echt nicht so gut, wenn man mal ehrlich ist, ne? Das sind so. Ja, es ist nicht echt. Keine Frage, 600.000 Euro. Sehr, sehr viel Geld. Aber vergleichsweise ist das nicht so viel. Seit Erstellung machen? Ja. Das ist 1 Milliarde Aufrufe. Das sind ziemlich genau 1 Milliarde Aufrufe. Okay, passt mal auf. 1 Milliarde Aufrufe, 2 Millionen Abonnenten, 130 Millionen Stunden Wiedergabezeit. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht ausrechnen. 1,6. Aber jetzt auch in fast 6 Jahren dann, ne? Und dann haben wir natürlich noch Second Try, Try React und Lost Moments. Das ist schon ordentlich. Ich kann es sich selber nicht fassen. Ich gucke mir da auch nie die Statistik an. Wann gehe ich denn mal meine YouTube Analytics und gucke Zeitraum seit Erstellung? Das sind 15.000 Jahre. 15.000 Jahre wurden meine Videos geschaut. Ist das wiederum viel? 15.000 Jahre? Crazy. Das ist doch, oder? Was ist das? Ach ja, gut, die Menschen gibt es 2.000 Jahre. Also angefangen, wir sind ja 2022. Es müsste sich jetzt ein Typ hinsetzen im Jahr 0. Und ein Typ würde dann 15.000 Jahre nur Videos schauen. Ja, Menschen gibt es schon länger, aber seitdem wir angefangen haben zu zählen, wir sind 2022. Es gibt nicht seit Jahr 0 Menschen, klar. Sehr schnell, wenn ihr die Zahlen wieder seht, das ist ultra viel. Klar, aber das sind jetzt auch 6 Jahre. Das waren 6 Jahre jeden Tag ein Video. Also ich habe halt auch hier Videos, gerade sehe ich, die halt wirklich 11, 10, 9, 8, 8, 9.000 Dollar gemacht haben. Das ist schon krass. Das ist wirklich crazy, ja. Es sind viele Videos dabei, die 1 Million Klicks geknackt haben. Das schaffen nur sehr wenige. Also wenn jetzt wieder irgendjemand denkt, er will mit Stream oder YouTube anfangen, ich wegen des Geldes, das klappt. Wenn ihr wollt, lasst mal gerne einen Daumen auf diese Reaction nach oben. Ja, was sage ich? Keine Ahnung, 15.000
1000 Likes oder so ein Scheiß und mal ein nettes Kommentar, dann werden wir das im übernächsten Stream auch mal machen. Gehen wir mal hin und gucken uns mal meine gesamten Einnahmen an. Und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Machen wir gerne mal. In diesem Sinne, Grüße geht raus. Diese Reaction, liken, kommentieren und so viel dazu.